bin der Kaspar. Ich bin der Melchior. Ich bin Balthasar. Herzlich willkommen bei TV Total. Total. Zu Hause an der Gosse und hier im Saal. Zu Gast Weltmeister Ronny Ackermann, der auf Skiern echt alles kann. Für zwei gibt's heute richtig Stress. Beim Recall von SSD, SGPS. Und jetzt kommt ein Mann, der bringt sie auf Trab. Hier ist der Gastgeber Stefan. Sehr freundlich von Ihnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für diese außerordentliche Disziplin heute, wo wir das Dreikönigsfest feiern. Ja? Unsere heiligen drei Könige hier vorne aus dem Emsland. Ist ja eigentlich aus dem Morgenland, oder? Die heiligen drei Könige aus dem Emsland hier vorne. Kai, wo kommen Sie her? Hamburg. Hamburg? Marburg. Na ja. Was? Marburg? Na ja, gut, Emsland. Heute lassen wir mal als Emsland durchgehen. Haben Sie toll gemacht. Drei Könige, Dreikönigstag ist heute. Und das habe ich mir heute Morgen schon. Ich habe mich gewundert, warum meine Wachhunde auf so einer Krone rumkauen. Ja? Dreikönigstag heute. Ja? Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Im Kölner Dom gibt es ja den Dreikönigsschein, in dem angeblich die Gebeine der heiligen drei Könige rumliegen. Ich habe damals, als ich das erste Mal im Kölner Dom war, ich war noch ganz klein, ich habe erst immer nur, Gebeine waren mir nicht geläufig, ich habe gedacht, da liegen die Beine von den heiligen drei Königen drin. Ja, ich habe gedacht, vielleicht haben die sich zu viel Weihrauch gequarzt oder so. Kann ja sein. Weihraucherbeine. So, und Sie wissen ja, die heiligen drei Könige, das sind, die sind aus dem Morgenland, ja, zwei hellhäutige und ein, ja, ein Moor, ja. Ist das politisch korrekt? Moor? Darf man das sagen? Politisch korrekt? Moor? Ein farbiger, ja, ein schwarzer König, ja, und Sie wissen, die ziehen jetzt von Haus zu Haus. In Ostdeutschland sind alle drei weiß, vorsichtshalber, ja, und muss man, ja, und klingeln und sagen ihre Sprüche auf. Ja. Die Ding Dong. Ja, dann klingeln die bei Ihnen, dann kommen die anderen, Bing Bong, und dann sagen wir, wünschen Ihnen ein frohes Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar. Alaf, ja? Und dann malen die Ihnen, ja, dann geben Sie 10 Euro und dann malen die Ihnen da irgendwie CVJM über die Tür, ja, und dann ziehen die wieder weiter. Da müssen Sie aufpassen, lassen Sie nicht reinlegen, ja, da wird viel Schabernack getrieben, ja, wenn bei Ihnen welche vor der Tür stehen und sagen, wir stehen hier vor Ihrer Tür, Ute Schnute Kasimir, nicht reinlassen. Ja, dann merken Sie schon am Namen Kasimir, das könnten russische Trickdiebe sein, ja? Oder wenn drei Typen bei Ihnen vor der Tür stehen und sagen, yo, 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 nicht reinlassen. Das sind nicht Kaspar, Melchior und Balthasar, sondern Auspuff, Bremse und Stoßdämpfer, ja? Müssen Sie echt aufpassen, wenn einer vor der Tür steht und sagt, hallo, möchtest du diese Rose? Ja. Direkt wegschicken! Weg! Paff! Direkt wieder die Türe zu, ping, es könnte der Tätscheler sein, ja? Obwohl, 10 Euro können Sie ihm geben, der muss ja eine arbeitslose Schornsteinfegerin durchfüttern, ja? So, und was noch alles passieren kann, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, passen Sie auf, ja? Da wird viel Schabernack getrieben. Was noch alles passieren kann, zeigen wir Ihnen in unserer Ratgebersendung Nepper, Schlepper, Sternensinger. Bitte schön. Wenn es heute in Millionen von Haushalten an der Tür klingelt, wird in Deutschland eine der letzten wunderbaren alten Traditionen gefeiert. Kaspar, Melchior und Balthasar.
Kasper, Melchior und Balthasar singen an der Tür und segnen das traute Heim. Aber immer mehr Bürger fallen falschen Sternsängern zum Opfer. Deshalb warnt TV Total vor Neppern, Schleppern, Sternensingern. Im folgenden Fall handelt es sich trotz frappierender Ähnlichkeit nicht um drei echte heilige Könige. Eine perfekte Illusion der Betrüger. Sehen Sie deshalb genau hin, ob Ihnen etwas auffällig erscheint. Es gibt aber noch schlimmere Varianten. Auch die folgenden Sternsinger sind trotz perfekter Machart nicht echt. Du kannst nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen. Schlimm, aber das ist noch nicht alles. Auch in unserem nächsten Fall sind trotz frappierender Ähnlichkeit keine echten Sternsänger am Werk. Leider müssen wir sie aber abschließend noch auf die gemeinste, brutalste und menschenverachtendste Form von Widerlichkeit aufmerksam machen, die Ihnen heute Abend an Ihrer Haustür begegnen kann. Für diesen Moment hast du gelebt. Vorsicht, meine Damen und Herren. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aufgepasst. Die Sternsinger sind wieder unterwegs. Ja, ich möchte Ihnen jetzt was zeigen von RTL 2, meine Damen und Herren. In den News wird bei RTL 2 sogar über freakige Sportarten berichtet, nämlich vom Snowboardfahren. Und da ist ein Snowboarder und ich meine, wir sprechen ja hier schon eine etwas jugendlichere Sprache, würde ich mal behaupten. Ja? Aber was ich da gehört habe, das hat selbst mir die Absätze von den Schuhen geschlagen. Schauen Sie hier. Glücklicherweise müssen die Teilnehmer nicht auch noch in eine mündliche Prüfung, denn damit wäre jeder Punktrichter überfordert. Ich bin eigentlich alles gefahren, nicht nur Kicker, aber irgendwie haben die Kicker den Judges am besten gefallen und ich habe einen Switch Backside 9er gemacht und der hat ihnen gut gefallen und haben sie gesagt, okay, der gewinnt den Best Ruler of the Kicker tonight und ich bin super stoked. Ja. Unfassbar, oder? Das ist wirklich, und für sowas riskieren Lawinenhunde ihr Leben, ja? Das müssen wir mal, unfassbar. Wenn Sie das gesehen haben zu Hause, liebe Kinder, Finger weg von den Drogen, ja? Wirklich, muss man mal wirklich sagen. Und ein anderes Sportereignis wurde in der ARD beleuchtet, und zwar das Skispringen. Und Sie wissen, da gibt es eine Diskussion, wie viel darf ein Skispringer wiegen? Die müssen ja ziemlich leicht sein, damit sie weit fliegen. Und der Moderator Wilfried Mohren sagt Ihnen genau, wie viel so ein Skispringer wiegen darf. Schauen Sie hier. Ja, die Presse war voll dieser Tage von Frank Löfflers Vorwurf an den Deutschen Skiverband. Dort sei er nämlich gezwungen worden, auf ein Gewicht herunter zu hungern, das, wie er meint, für ihn gesundheitsschädlich sei. Frank Löffler, ein Mann von 1,87 Größe, sollte von 72 auf 68 Kilometer runter. So lautete der Hungerbefehl, wenn ich das so sagen darf. Auf 68 Kilometer musste der sich runterhungern. Unfassbar, oder? Und damit wiegt er immer noch deutlich mehr als ein Marathon. Ja? 68 Kilometer, können Sie sich vor, das entspricht ungefähr dem Bauchumfang von Rainer Kallmund. Ja? Da können Sie sich vorstellen, das ist natürlich eine ganze Menge. Und noch ein interessanter Versprecher von Wilfried Mohren, passen Sie mal auf. Jawohl, habe ich eine Reinigungsfirma gegründet, auch wollte ich natürlich Englisch gut lernen, das habe ich natürlich auch gemacht in der Zeit und jetzt bin ich wieder zurück hier in Schonau. Und Sie waren mal Trainer, glaube ich, für Liechtenstein und auch in Spanien, aber ist Spanien ein Sport für Kombinierer? Ist Spanien ein Sport für Kombinierer? Nein, das ist natürlich ein Sport für Spanier. Ja? Selbstverständlich. Gegenfrage. Ist Langlauf ein Urlaubsland in Südeuropa? Ja? Man weiß es nicht genau. Dann was von NTV in den Nachrichten. Auch eine sehr interessante Meldung. Hören Sie mal, von wo nach wo die Flüge dort gehen. Die Antiterrormaßnahmen der USA wirken sich immer stärker auf den internationalen Flugverkehr aus. British Airways musste zwei Flüge zwischen Weihnachten und London streichen. Ja, da können Sie mal, ja, wer weiß es denn so genau? Zwei Flüge zwischen Weihnachten und London. Schade, oder? Ich finde das schade, denn London ist ja ein idealer Sport für Kombinierer, oder?
Dafür gab es aber noch Flüge von Karfreitag nach Paris. Also seien Sie nicht traurig. Ja? Und von Frankfurt aus konnten Sie so gut wie jeden Feiertag anfliegen, wenn Sie das wollen. So, dann beim NDR in der Sendung Das. Ein Bericht über Kinder. Und Sie wissen, Winterzeit ist für Kinder ja im Normalfall eine schöne Zeit. Da kann man Schneemänner bauen. Aber nicht alle Kinder mögen den Schnee. Schauen Sie hier. Vor allem Kinder freuen sich über die weiße Pracht und die erste Fahrt auf dem Schlitten. Aber es gibt da auch Ausnahmen. Gefällt mir nicht. Warum? Weil es so kalt ist. Ja. Ja, da muss man sich nicht so anstellen. 3, 4 Glühwein und die Sache sieht ganz anders aus. Ja? Oder? Das kann man doch mal probieren, meine Damen und Herren. Nicht alle Kinder mögen Schnee. Und deswegen haben wir eine geile Kampagne für den heutigen Tag. Wir sagen, Kinder sagen Nein zum Winter. Ja? Geil, oder? Was technisch alles möglich ist heute. Können wir das nochmal haben? Kinder sagen Nein. Ja. Ich möchte das aber gerne, wenn dann, wir haben das so geprobt, dass ich mit der Hand so mache und das fapp, dann da reinkommt, als wäre das, käme das aus meiner Hand geflogen. Ja? Wir haben noch nicht so teure Effekte, damit das nicht klappt. Kinder sagen Nein! Zu spät. Jetzt müsste es ein bisschen früher. Kinder sagen Nein! Na also, es geht doch zum Winter. Und zu Recht sagen Kinder Nein zum Winter. Wissen Sie, was alles Schlimmes passieren kann im Winter? Schauen Sie mal hier. Trotzdem, nicht alle leiden unter dem Winter. Unfassbar, oder? Respekt, muss man sagen. Getroffen, obwohl das Kind noch sehr klein war. Ja? Genau gezielt. Wahnsinn, oder? Jetzt bilden die Terroristen schon Kinder aus. Unfassbar. Noch ein Beispiel, meine Damen und Herren, warum Kinder Nein sagen zum Winter. Schauen Sie hier. Der Wunsch nach vielen großen Schneeflocken steht hier ganz dick auf der Wunschliste für das Christkind. Oder? Kinder sagen Nein! Ja, das arme Kind, oder? Der Vater da. Ole! So, dann was aus der ARD, meine Damen und Herren. Auch eine Weihnachtssendung, auch ein Grund, warum Kinder Nein zum Winter sagen. Schauen Sie mal, da sehen Sie gleich, da ist eine Kapelle, die spielt ein langweiliges Lied. Und da ist ein kleiner Junge, der gehört da wahrscheinlich mit dazu. Die Leute vom Fernsehen haben gesagt, komm, wir tun den Jungen damit rein, das sieht gut aus, das ist im Fernsehen nicht schlecht. Und damit es auch ein bisschen weihnachtlich aussieht, muss der arme Junge weihnachtliches Spritzgebäck essen. Ja? Und kümmert sich aber keiner rum. Die haben dem Jungen gesagt, hau rein das Zeug, das dauert nur noch 2 Minuten. Und der arme Junge hat den Mund immer voller und immer voller und kriegt den Krempel nicht runter. Schauen Sie sich das mal an. Komm, Junge, noch ein! Der arme Junge! Ja. Ich, ehrlich gesagt, bei der Musik würde ich auch kein bisschen runterkriegen. Es sah zwischendurch so aus, als würde er sich gleich in diesen Eimer übergeben, oder? Toll. Ja, das ist beim Fernsehen ist natürlich so, die ganzen Fernsehrequisiten, das sind natürlich nur bemalte Steine. Ja, da müssen Sie sich auch mal. Der Junge hat gebissen, da können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es gestern mitbekommen haben, die große alte Frau, die große, sehr alte Frau des Talkshow-Entertainments ist zurück und zwar in, was, ARD, oder? In der ARD, meine Damen und Herren, Margarete Schreinemakers, Entschuldigung. Margarete Schreinemakers ist wieder da und hat eine Show. Schreinemakers heißt sie jetzt auch wieder einfach Schreinemakers. Da kann man sich gut merken. Ja, schauen Sie mal hier einen kleinen Ausschnitt von gestern. Hier ist Schreinemakers. Ich bin die Alte und komme jetzt öfters. Ich grüße Sie. Ich bin die Alte.
Nimm die alte und komm jetzt. Komm jetzt öfter. Frau Scheine, Markus. Ja, eine Sendung um Emotionen, Gefühle und Schicksale. Ich habe reingeschaut, Frau Schreinemakers ist wieder da. Kann man eigentlich jetzt schon sagen, 2004 war ein schlechtes Jahr. Ja? Und, na, das ist nach SARS jetzt schon das zweite Comeback in diesem Jahr, ja? was nicht so gerne gesehen wird von den Leuten. Nein, Schreinemakers ist wieder da und diese Nachricht ruft natürlich auch die Steuerfahndung wieder auf den Plan. Ja, und sie ist auch wieder da. Und wenn eine Frau kommt, meine Damen und Herren, dann geht offensichtlich auch ein anderer Mann. Ja? Und zwar gestern Abend die letzte Sendung bei RTL von, ja, ich würde sagen, mein großes Vorbild, Heiner Bremer. Ja? Heiner Bremer hat zum letzten Mal das Nachtjournal moderiert. Und er war ja auch bei uns zu Gast schon mal. Und wir haben ja sehr häufig über ihn berichtet. Einer unserer absoluten Lieblinge, Heiner Bremer. Und weil Heiner Bremer seine der letzte Sendung gestern moderiert hat und seinen Abschied vom Fernsehgeschäft erklärt, habe ich ein kleines Gedicht vorbereitet, was ich zum Abschied von Heiner Bremer hier mal vorlesen möchte. O Heiner, du warst gar immer beladen, am Morgen, am Mittag, doch meistens. Am Abend. Ja? Ja, du warst der Beste, denn du warst am hellsten, nochmal. Ja, du warst der Beste, denn du warst am hellsten, selbst dann, wenn... Die Wassermassen wälzen. Ja. Du warst wie ein Vater ein Leben lang. Du scheutest nicht mal den... Nervenkitzel im Hang. Jetzt sagst du goodbye. Mach's gut, denn das war's. Zum Schluss noch ein Reim. Kampf gegen die Stars. So, vielen Dank, Heiner Bremer. Das zum Abschied. Heiner Bremer, meine Damen und Herren. Für mich ist das wirklich, Heiner. Ich bin immer mit Heiner Bremer ins Bett gegangen, also nach Heiner Bremer, nach der Sendung ins Bett gegangen, die von Heiner Bremer moderiert wurde. Jetzt macht er sich wahrscheinlich einen lauen Tag, der gute Heiner. Heiner, wenn du uns siehst, schön, dass es dich gegeben hat. So, meine Damen und Herren, jetzt, nein, du bleibst ja noch weiter da, ja, aber dass es dich im Fernsehen gegeben hat. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein Mann, der eigentlich alle Superlative in seinem Sport erreicht hat. Er ist zweifacher Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen gewesen, amtierender Weltmeister in der nordischen Kombination und der Drittplatzierte. Und das heißt eine ganze Menge, gerade in so einer Sportart, die ja nicht so im Rampenlicht steht. Der Drittplatzierte bei der Sportlerwahl des Jahres. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie den nordischen Kombinierer Ronny Ackermann. Ja. So, du bist erstmal zum Beginn, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Oh, eine Mütze. Ich habe gesehen, du trägst sehr gerne Basecaps und habe ich mir gedacht, jetzt bringe ich dir auch mal eins mit. Ja, am liebsten trage ich die, wo Teak-Strom draufsteht. Ja? Sehr gut. Extra Energie für dich. Ist das deine Unterschrift hier oben drauf? Ja. Ja. Ronny Ackermann. Das ist ja, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Platz 3 in der Sportlerwahl des Jahres. Nach, nur vor dir nur noch Jan Ulrich und Michael Schumacher. Und Michael Schumacher. Ja. Wie, der ist Zweiter geworden? Ja, mit dem 6. WM-Titel. Ach so, selbstverständlich. Ja. Ja. Ja, du machst eine interessante Sportart, nordische Kombination. Und mir leuchtet eigentlich nicht ein, warum nordische Kombination nicht mehr im Rampenlicht steht. Weil eigentlich ist es ja die anspruchsvollere ja, Sportart, als nur Ski zu springen oder eben nur lang zu laufen, oder? Ja, das Schwierige ist eigentlich so, den Spagat zu finden zwischen beiden Teildisziplinen. Weil für Springen, sagen wir, muss man schnellkräftig sein, braucht Sprungkraft, einen gewissen Rhythmus. Ja.
Und fürs Laufen muss man halt wirklich knallhart trainieren und braucht Ausdauer und muss halt wirklich verbissen sein. Und das beißt sich halt beides ein bisschen. Und das heißt, man darf auch nicht so ein dürrer Hansel sein beim Springen wie bei den Spezialspringern, oder? Nein, also man braucht die Kraft ja noch zum Laufen. Man braucht Kraft zum Laufen, man muss da auch einen gesunden Mittelweg gehen. Ja. Das heißt aber, du könntest bei den Spezialspringern, könntest du da mitspringen oder wirst du dort zu schwer? Also rein vom Gewicht, denke ich, bin ich da schon eher einer der Schwereren, aber... Du musst ja einfach auf 68 Kilometer runterhungern. Ja, genau. Ja. Nein, aber ich denke, dass die Kombinierer in den letzten Jahren sehr stark zugelegt haben, was das Niveau im Springen angeht. Und ich glaube, dass wir nicht mehr so weit weg sind von den Spezialisten. Von was für Schanzen springt ihr? Ihr springt aber nicht von den ganz Großen, oder? Wir springen von 90 Meter Schanzen und von 120 Meter Schanzen. Was heißt 90 Meter Schanze? Springt man da 90 Meter weit etwa? Man kann ja bis 105 ungefähr, gehen die weitesten. Ah, okay, also die 90 Meter Schanze heißt, praktisch. Das ist die Schanze, auf der man so zwischen 90 und 105 und dann gibt es die 120 Meter Schanzen, wo man bis maximal, sag ich mal, 140 springen kann. Ja. Und dann gibt es noch die Skiflugschanzen, aber die sind für uns noch nicht ganz erlaubt. Wir wollten dieses Jahr im Weltcup drauf machen, also ein Wettkampf außerhalb des Weltcups, aber das wurde nicht genehmigt von der FIS. Und jetzt trainieren wir halt vielleicht so zum Spaß mal Skifliegen. Aber du könntest da runterspringen, also das würdest du dir zutrauen? Ich bin schon Ski geflogen, vor drei Jahren in Planitza. Das ist diese super Skiflugschanze, wie weit fliegt man da? Ja, mittlerweile, die buddeln jedes Jahr aus, geht sie bis 230, ist jetzt glaube ich. 230 Meter? In 10 Jahren geht sie wahrscheinlich 250. Unfassbar. Ja. Ich bin ja selber auch mal von der Schanze gesprungen. Und zwar, ich hab's gesehen. Ja, das war eine 70-Meter-Schanze, meine Damen und Herren. Auf der springt man also normalerweise zwischen 70 und 100 Meter. Ich bin 18 Meter weit gesprungen. Ja, aber ich meine, ist besser als gar nicht. Und zwar im ersten Versuch. Ja. Ich sehe mich hier jetzt nicht. Aber Respekt, ich denke, da hast du dich nicht so schlecht geschlagen. Ja, und ich habe mich ja auch mal im Langlauf probiert. Ich habe das ja, ich wollte ja mal zu den Olympischen Spielen, aber man hat mich ja dann noch irgendwie nicht gelassen. Also ich habe aber damals schon trainiert dafür. Ich war in Finnland und habe dort auf Langlaufski ein paar Runden geredet und muss sagen, das ist unfassbar anstrengend. Da hast du wirklich ganz großen Respekt, ja, dass man da über, welche Strecken fährt man bei der nordischen Kombination? Bei uns ist es so, es gibt einmal den Sprint, das ist ein Sprung und 7,5 Kilometer. Dann gibt es den normalen Einzelwettbewerb, das sind zwei Sprünge und 15 Kilometer. Ja. Und dann gibt es noch einen Massenstart, wo man erst läuft, alle zusammen per Startschuss, 10 Kilometer und dann danach springt. Aha. Und dann gibt es noch die Teamwettbewerbe, wo jeweils vier Sportler in einem Team sind und zwei Sprünge und jeweils 5 Kilometer. Ah, okay. Ja, aber diese langen Strecken, das ist wirklich, also das ist nicht so einfach, wie man denkt. Man denkt, man das sieht ja auch im Fernsehen immer so einfach aus mit den Langlaufschieren. Ja, man sieht die Steigungen dort nicht. Ja. Da geht es also teilweise so steil bergauf, da käme ich ohne Ski noch nicht mal hoch. Ja? was sehr interessant ist, finde ich, dass könnte man das noch mit einem Gewehr auch noch machen? Mit so einem Biathlon-Gewehr Skifliegen. Skifliegen? Ja, das wär's. Und in der Luft noch abdrücken, oder? Ja, die Kombination zwischen Biathlon und Skispringen. Das war dann der nordische Dreikampf. Der nordische Dreikampf, ja. Man könnte sich noch andere kombinieren. Ich habe mir noch ein paar Kombinationen einfallen lassen. Nordische Kombination heißt es, weil es ja in Finnland und so erfunden wurde. Ne? In Skandinavien. Ja. Ne? Deswegen heißt es nordisch. Ich hätte hier noch eine Information für Sie, meine Damen und Herren. Türkische Kombination wäre auch gut. Und zwar Langlauf in Verbindung mit SMS. Ja? Das wäre eine Möglichkeit. Oder dann hätten wir hier noch... Moment, ich habe noch was Tolles. Hier, gucken Sie mal hier. Und zwar, was ist das? Holländische Kombination. Ja? Auch eine tolle Sportart. Ja. Da könnte man viel kombinieren. So, und jetzt raten wir, was das ist. Na, was ist das? Polnische Kombination. Ja. Es ist, glaube ich, nicht so... Ja. Die Trainingsmethoden sind aber die gleichen, oder? Man sieht immer diese Bilder, wo die Skispringer vor dem Wettkampf immer versuchen, auf ihre Trainer drauf zu springen und die halten die aber dann immer ab mit den Händen. Imitationen, genau. Da geht es ja dann darum, nochmal die Sprungkraft oder die Gelenke weich zu machen, ne? Ja, das ist, sag ich mal, wie so ein Trainingssprung und im Endeffekt nochmal, um ein gutes Gefühl vor dem Start zu haben. Können wir es mal machen gerade? Oh, ich glaube, das ist... Wie geht das nochmal? Ich sehe das immer, steht ihr da also irgendwo drauf? Es gibt verschiedene Formen. Du springst, wie schwer bist du? Ja, 70. 70? Ja. Oh. Ja, also, und du bist, glaube ich, auch sehr... Du fette Schwein. Ja, aber wirklich. Ja. Und du, was wiegst du? Ich kann aber auch springen. Ich bin 90. Ja? Ja. Das macht das Ganze einfacher natürlich. Nein, ja. Quatsch. Es gibt unterschiedliche Formen von Imitation. Einmal von der Erhöhung, wo dann praktisch
Du gehst praktisch in die Anfahrtsposition. Ach so, in die. Ja, die kenne ich. Etwas tiefer. Noch tiefer. Oh, Stefan, mit der Beweglichkeit sieht es mir nicht so gut, aus. Und dann normalerweise würde jetzt der Trainer dich so fangen und dich so hochheben. Aber da du ja nicht unbedingt der Leichteste bist, ist das für mich unmöglich. Aber ich gebe dir eine Hilfestellung und du springst. Nee, du springst. Nein, du. Komm, spring jetzt. Aber ich glaube, du bist halt dich. Ich kannst dich auf mich verlassen. Okay. Ich halte dich. Ja. Okay. Ja. Aber wo muss ich dich? Wie seitlich? Du bist seitlich, wartest, bis ich rausspringe und führst dann den Oberkörper so nach vorne. Okay? Ach so? Ja. So? Ja, ganz, ja, genau. Eine Runde rum. Möchten Sie speisen? Ja. Ach so. Okay. Aber du fällst nicht dann nach vorne aufs Gesicht, wenn ich ja irgendwie. Ja, ich hoffe nicht. Okay, Achtung. Ich vertraue dir, gell? Ja. Passt. Ja. Ja, aber es ist doch dieses das da, meine ich. Ja, das geht nicht. Wie, das geht nicht? Das machen wir nicht. Das ist wirklich leer. Aber wir können doch einen Sprungkrafttest machen. Von der Sprunghöhe her. Ein Sprungkrafttest, okay. Ja, oder Sprunghöhentest. Ein Sprunghöhentest. Genau, ich würde sagen, wir gehen beide zusammen in die Anfahrtsposition. Ja? Dann zählen wir bis drei und auf drei springen wir beide aus der Anfahrt nach oben. Mit gestrecktem Bein. Mit gestrecktem Bein. Ja. Und dann wieder auf dem Bein landen. Und dann gucken wir, wer höher war. Ja. Könnt ihr das mit Zeitlupe machen und das vielleicht einfrieren, das Bild? Sehr gut. Okay, ich lasse dir ein bisschen Platz, falls du ausholst mit den Armen. Ja. Man weiß ja nie. Und pass auf, dass du nicht hinten auf die Stufe. Soll ich direkt ins V gehen? Oder? Das wäre schön, ja. sonst gibt's Notenabzug. Okay. Die Haltungsnoten sind so richtig. Achtung. Also, richtig runter. Bei drei, ne? Ja. Eins, zwei, drei. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Können wir das Hast du alles gegeben? Ich habe alles gegeben. Ja, höher konnte ich nicht. Ich hatte das Gefühl, ich war ähnlich. Ah, das war. Naja, aber da ist die falsche Stelle angehalten. Ne? Kannst du nochmal ein bisschen zurück bitte? Aber dein V. Wo sind deine Ski? Ja. Ach so, da. Ach da, das V. Du drückst die Ski weg. Jetzt hättest du einen Abspieler gemacht. Aber ansonsten, sehr gute Haltungslohn. An der Fußhaltung sieht man das V. Ja, genau. Ja. Und du drückst praktisch die Ski weg. Und das ist also eher gefährlich. Ja. Wir haben einen tollen Sturz von dir, den wir mal zeigen können. Ja, super. Der passt ja dann gut. Ja, wir gucken es dir gerade mal an. Schau mal hier. Das ist ganz böse. Da. Oh, ja, genau. Ja, das wäre dir jetzt auch passiert. Ach du Scheiße. Da ist nichts passiert? Nein. Also es sieht schlimmer aus, als es ist. Oh, das tut mir selber weh. Ja. Er war nur ein paar Prellungen und Schwellungen, aber ein bisschen Gehirnerschütterung. Ich bin auch gestürzt mal, beim zweiten Versuch, den ich gemacht habe. Haben wir meinen Sturz auch? Ich habe den Sprung zwar gestanden, Profi wie ich bin, aber im Auslauf hat es mich zerrissen. Können wir das zeigen, bitte? Los geht's! Sehr mutig. Ja. Ich bin aber nicht ganz von oben gefahren. Ich bin nur von der Hälfte. Ich bin nur von der Hälfte der Schanze losgefahren, weil von oben, das war mir zu gefährlich. Wir können ja mal unsere beiden Sprungtechniken vergleichen. Wir haben das mal in einem Splitscreen mal den Datentag übereinander gelegt, damit Sie mal. Da können wir mal kurz erklären, warum es bei mir im Moment nicht so läuft. Ja? Da sehen Sie es, ja? Auf der linken Seite, das bin ich. Nein, ich bin auf der rechten Seite. Achtung, sehen Sie im Absprung keine großen Unterschiede, aber dann komme ich halt nicht ins V. Sehen Sie? Probleme beim Öffnen, ja. Gleich das V habe ich schon, aber jetzt bei der Landung sehr schön. Sehr kompakt, ja. Telemark. Und dann aber hat es mich ein bisschen runtergehauen. Ja, aber im Prinzip. Fast das Gleiche. Ja. Hätte ich eine Chance, wenn ich jetzt hart trainieren würde, sagen wir mal? Ich glaube schon. Ich glaube, wenn wir. Also ich glaube, du wärst von den Möglichkeiten her der perfekte Kombinierer. Ja. Weil du kannst springen und du kannst laufen. Nein, laufen kann ich nicht. Doch, kannst du auch. Habe ich schon gesehen. Du wolltest für Moldawien bei Olympia anfangen. Ja, aber das hat halt nicht geklappt. Ja, aber du warst auch im Trainingslager in Finnland. Ich war im Trainingslager, ja. Deswegen hat es ja nicht geklappt. Also normal müssten wir beide mal einen Wettkampf zusammen machen. Ach, wir springen von der 40-Meter-Schanze. Von der 40-Meter-Schanze? Ja, und du gehst praktisch mit meiner Weide an den Start und ich gehe mit deiner Weide an den Start. Und dann laufen wir 3 Kilometer. Was? Also praktisch, mit meiner Weide? Ja, angenommen, du springst jetzt 20 Meter. Ja. Dann springe ich danach 40 Meter. Dann werden das die kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es wird schwer, ja, wahrscheinlich. Ja. Dann rechnen wir die Punkte in Zeitrückstand um. Und so. Du bekommst praktisch die 40 Meter gut geschrieben und startest dementsprechend auch eher, weil wir starten ja nach der Gundersen-Methode. Der beste Springer geht zuerst in die Loipe mit dem Rückstand, mit dem Vorsprung, den er rausgesprungen hat. Und der Erste, der ins Ziel kommt, hat gewonnen. Du gehst dann praktisch mit meiner Weide in die Loipe
ja. läufst 3 Kilometer, was du kannst, und ja. kommst hoffentlich vor mir oder auch nicht ja. ins Ziel. Ich überlege mir das. Ich würde sagen. Ich warte die B-Probe ab. Ja. Habt ihr viel mit Doping zu tun da im Springsport? Bei uns ein ganz sauberer Sport. Ganz sauberer Sport. Ja. Und woher kommen die roten Haare? Die roten ja? Haare? Das ist doch nicht normal, oder? Das ist meine Glücksfarbe. Ja. Woran liegt das eigentlich, dass jetzt Hannawald und Kollegen auf einmal so schlecht springen? Da sind extreme Formschwankungen. In einem Jahr springen die allen davon und im nächsten Jahr springen sie hinten dran. Das ist doch nicht normal. Ja gut, das Skispringen ist eine sehr sensible Geschichte. Und wenn der eine Teil mal nicht richtig stimmt, dann kriegt man halt ist man gleich mal 5 bis 10 Meter hinten. Und man weiß eigentlich gar nicht richtig, warum. Am nächsten Tag geht man raus, denkt nicht so viel nach und plötzlich funktioniert es. Also es ist halt extrem von der Psyche abhängig, vom Material. Und es muss eben alles einfach zusammenspielen. Und das passiert ja. halt nicht immer. Das passiert dir auch? Ich habe auch öfters schlechte Sprünge. Ja. Wie jetzt zum Beispiel die letzten 2 Wettkämpfe. In Reitenwinkel und Schonach bin ich auch nicht so gut gesprungen, aber dafür etwas schneller gelaufen. Ich habe immer noch den Vorteil, dann noch im Laufen was gut zu machen. Ja, ja, wie sieht es gesanglich bei dir aus? Bist du ein guter Sänger? Miserabel. Miserabler Sänger, Gott sei Dank haben wir da andere Leute, meine Damen und Herren, die das machen. Sie wissen, wir haben unser großes SSDS-GPS-Casting. Falls Sie nicht genau wissen, worum es sich da handelt. Wir suchen hier einen Künstler bzw. eine Künstlerin, die wir zum Grand Prix schicken. Wir haben eine Wildcard bekommen von der ARD. Wenn wir es schaffen, hier einen Künstler zu finden, der es mit seinem Titel noch vor der Vorausscheidung in die Charts schafft, dann darf dieser Künstler bei der Vorausscheidung zum Grand Prix antreten. Und das probieren wir gerade. Und wir haben heute wieder 2 Kandidaten. Eine junge Frau, die Sie schon mal in unserem Castingbüro gesehen haben. Einen kleinen Ausschnitt haben wir Ihnen da schon mal gezeigt. Den möchte ich Ihnen noch mal zeigen. Und die sehen Sie gleich hier. Bitte schön, Mara. Now it's too late to hold you, 'cause you've flown away, so far away, yeah, 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 darling, I never showed you. Mara, meine Damen und Herren, hier ist Mara. Herzlich willkommen. Mara, jetzt hoffe ich, sage ich das richtig, Mara Lucia de Figueiredo Regino. Ja, fast. Ist das irgendwie, wie spricht man es richtig aus? Figueiredo einfach. Komplett mal bitte. Mara Lucia de Figueiredo Regino. Ach, oh, das ist Portugiesisch. Du kannst Portugiesisch? Ja. Das ist eine sehr schöne Sprache. Ja, mir auch. Ich höre gerne so brasilianische Musik, da singt man ja auch, die sprechen ja auch Portugiesisch. Das ist auch. Ja. Ist immer diese. Und du bist wie alt? 20. 20. Was machst du normalerweise? Ich mache eine Ausbildung zur Medienkauffrau. Aha. Wo denn das? In Dortmund bei. Darf ich den Namen sagen? Nein. Gut. Wo denn? Sag ruhig. EMS, das ist eine DVD-Firma. Ach so, ist eine DVD-Firma. Mhm. Wie? Da, was machst du da konkret? Zurzeit sitze ich im Vertrieb. Ah, okay. Das scheint dir offensichtlich sehr gut zu gefallen, so wie du das sagst. Ja. Spielst du in einer Band? Habe ich mal, ja. Bis vor kurzem und jetzt hat keiner mehr Zeit und. Eine Unverschämtheit. Ja. Hast du schon mal bei einem anderen Casting teilgenommen oder ist das erste? Nein, das ist das erste. Warum hast du noch nicht bei einem anderen teilgenommen? Weil ich mich nicht getraut habe, weil ich die Castings nicht immer so toll fand und hier dachte ich, es war auch spontan, ich bin spontan. Was hast du hier gedacht? Das würde mich mal interessieren. Und hier dachte ich? Nee, ich dachte, viele Leute denken, du machst bestimmt irgendwie nur Quatsch, aber ich dachte, der meint das bestimmt ernst. Exakt. Ja. Nein, selbstverständlich meinen wir es ernst. Ja? Und wir haben natürlich auch, einen Anspruch. Wir wollen nicht nur einen Künstler produzieren und eine Platte rausbringen, sondern es geht natürlich auch darum, unter Umständen sogar Deutschland beim Grand Prix zu vertreten. Wie ist das als Skispringer? Hat man da überhaupt Zeit für Frauen? Für Frauen? Ja. Ist so ab und zu. Was heißt ab und zu? Man lebt natürlich nur aus der Tasche. Man lebt natürlich nur aus der Tasche. Aber man hat natürlich auch Zeit für Privatleben und Frauen. Ja, und bist du schon vergeben oder? Ich bin vergeben, ja. Ach so. Ach so. Ja, gut. Wieso? Weil, sonst hätte ich jetzt noch Orlando für dich gehabt. Ja, meine Damen und Herren, Orlando hat auch bei uns vorgesungen. Eine Tom Jones Nummer zeige ich Ihnen nochmal hier. Schauen Sie das hier. You ain't got to be rich
to be my girl. You ain't got to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Tschüss, meine Damen und Herren, und hier ist Orlando. Hallo, Stefan. Hallo, wie soll ich dich nennen? OJ? OJ oder Orlando ist okay. Orlando ist okay. Ja. Du kommst eigentlich woher? Ich war geboren in Puerto Rico und ausgewachsen in Chicago. Ausgewachsen in Chicago, ja? I grew up in Chicago. Okay, ausgewachsen, sieht gar nicht so aus, oder? Ja. Ausgewachsen in Chicago. Und wo wohnst du jetzt? In Hanover. In Hanover. Ich komme aus Hanover. Ah, deswegen, die Mütze. Ah. Ein bisschen Scorpions-Style okay. ist das. Ja. Kennst du Scorpions? Ja, doch. Kennst du Klaus Meiner? Ja. Ja. Follow the Moskva, down to Gonking Park. Hast du ihn mal kennengelernt? Nein. Der läuft doch immer in Hannover rum. Nein, nicht. Wer verkauft denn die Mützen da? Ja? So, und was machst du vom Beruf? Was machst du eigentlich? Ich mag manchmal Tontechniker ja? und manchmal habe ich einen Auftritt hier und da. Ach so, du trittst hin und wieder auch auf mit Band, oder? Ja, mit Gospel. Gospel. Ah, mit einer Gospel, mit einer Gospel. Mein Papa ist Pastor. Dein Kirche. Vater ist Pastor? Genau, und ich habe aufgewachsen singen in der Kirche. Ah, und jetzt, ja, ich hier. Orlando! Ja, eine ganze Reihe erstaunlicher Kandidaten haben wir dabei. Wir stellen Ihnen morgen und übermorgen noch welche vor. Und am Freitag tauchen die hier alle auf. Am Freitag um 22.15 Uhr sind dann 9 Kandidaten hier, von denen am Freitag aber auch schon 6 rausfliegen. Ja? Und in der nächsten Woche oder übernächsten Woche wird es genauso laufen. Und dann haben wir in unserer Endrunde weitere 9 Kandidaten, die übrig geblieben sind. Und dann wird's spannend. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie genau wissen wollen, was am Freitag passiert, hier ein kleiner Hinweis für Sie. Die SSDS-GPS-Spezialsendung am kommenden Freitag. Wer fährt zur Grand Prix-Vorentscheidung nach Berlin? Die ersten 9 Recall-Kandidaten stellen sich am Freitag der Jury. Thomas Anders, Joy Fleming und König Lustig. Für die 3 heißt es dann, aus 9 macht 3. Denn nur 3 Kandidaten kommen weiter. Für die anderen heißt es, verpiss dich in der Mongolei. Auf dem Weg nach Berlin. Die SSDS-GPS-Spezialsendung am kommenden Freitag um 22.15 Uhr. Ja, am Freitag 22.15 Uhr, meine Damen und Herren. Sollte nicht verpassen. 9 Kandidaten, 6 fliegen raus. Ja. Guckst du dir hin und wieder, guckst du dir so Casting-Sendungen hin und wieder an? Ja, ab und zu, wenn es die Zeit zulässt. Ja, am Freitag natürlich. Ist ja manchmal ganz amüsant. Ja. Die Saison, wie sieht das bei euch aus? Wie lange geht das noch? Bis? Es geht bis Anfang März, bis 6. März. Ja. Und ja, dann fängt schon fast wieder Sommertraining jedes an. Jedes Wochenende ist da was? Teilweise auch unter der Woche. Wir haben jetzt am Wochenende, das nächste ist jetzt in Seefeld in Österreich, haben wir 2 ja. Wettbewerbe. Und dann geht es nach Übersee, nach Japan. Ach, in Japan? Ja. Das ist aber schön, kommt man ganz schön rum, was? Ja, man sieht das Hotel und die Schanze und die Laufstrecke und dann wieder zum nächsten Mal. Mehr gibt es auch nicht zu sehen in Japan, ehrlich gesagt. Ja, ja, hast du wahrscheinlich. Ich war mal da, ich kann es Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dann können Sie sich sparen eigentlich. So, meine Damen und Herren, dann bedanke ich mich, dass Sie uns zugeschaut haben. Ich wünsche viel Glück, Ronny, für die laufende Saison. Das war's für heute. Schauen Sie es morgen wieder zu. Bis dann, ciao.